Wenn Richterin Sarah Schlierkamp zur Arbeit kommt, ist ihr Hund immer dabei. Denn Mischling Fritzi arbeitet seit Oktober selbst am Amtsgericht Unna als Therapiehund. Also es war so, dass ich aus mehreren Medien mitbekommen habe, dass es das gibt, überhaupt so einen Therapiehund, und dass der auch für Gerichte eingesetzt wird. Das fand ich schon immer sehr interessant, und weil ich eben Fritzi zu Hause habe und weiß, wie sie vom Wesen her ist, ein sehr ausgeglichener und freundlicher Hund und sehr menschenbezogen, hatte ich irgendwie sofort die Idee, dass sie sich dafür eignen könnte und ich sie auch mit in meinen Job integrieren kann. Doch vorher musste Fritzi eine Spezialausbildung absolvieren. Die dauert ein Jahr und beinhaltet Theorie- und Praxisstunden. So muss ein Therapiehund zum Beispiel lernen, auch in hektischen Situationen ruhig zu bleiben. Und er muss auf jedes Kommando sofort hören. Grundsätzlich sind ja alle Hunde als Therapiehund erstmal geeignet. Wichtig ist, Hunde sind 400-fach emotional sensibler als wir Menschen untereinander. Das ist also eine Riesengabe. Und wichtig für Therapiehunde ist einfach, sie brauchen einen guten Ausbildungsstand im Bereich der Grunderziehung. Ihre Ausbildung hat Fritzi mit Bravour bestanden und arbeitet jetzt zusammen mit Frauchen jeden Tag im Gerichtssaal. Dafür hat sie ihren ganz eigenen Platz auf einem Rollator direkt neben dem Zeugen. Dann kann sie schnell reagieren, indem sie ihn mit der Nase anstupst oder ihr den Kopf aufs Bein legt. Ja, also wenn ich die Aufgabe beschreiben soll, muss ich sagen, dass sie unterstützend tätig ist quasi, also als so eine Art psychosozialer Prozessbegleiter, ein tierischer. Sie unterstützt Zeugen, die hier aussagen müssen vor Gericht und vielleicht traumatisiert sind oder es ihnen ansonsten vielleicht auch gesundheitlich schlecht geht und sie deswegen Unterstützung brauchen. Und da ist sie eben dabei, hilft denjenigen, ihre Aussage zu machen, und vielleicht auch so ein bisschen für den Stressabbau ist sie da zuständig und unterstützt dann natürlich auch wiederum die Arbeit des Richters, weil es einfacher ist, mit dem Zeugen oder mit der anzuhörenden Person dann ins Gespräch zu kommen. Ganz einfach war der Weg für Fritzi in den Gerichtssaal aber nicht, denn eigentlich haben Hunde hier keinen Zutritt. Richterrat, Personalrat und Verwaltung mussten erst zustimmen und Frauchen Sarah Schlierkamp ihr Zertifikat Fachkraft für tiergestützte Therapie vom Kreisveterinäramt anerkennen lassen. Geld bekommt Fritzi übrigens nicht für ihren Einsatz. Sie wird in einer viel besseren Währung bezahlt, mit Leckerlis und jeder Menge Streicheleinheiten.